Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine sehr berühmte deutsche Bundeskanzlerin hat mal gesagt, mit dem Kopf durch die Wand wird nicht gehen, es siegt zum Schluss immer die Wand. Und es wäre schon hilfreich, die Wand zu sehen. Es wäre schon hilfreich, die Wand zu sehen, die Sie nicht nur nicht eingerissen haben, sondern wo Sie noch nicht mal verstanden haben, wo die Tür ist. Meine Damen und Herren, das, was gerade in unserem Land passiert, in den Krankenhäusern insbesondere, ist dramatisch. Und es wird noch dramatischer werden, denn die Infektionen können wir nicht zurückdrehen. Es werden sich weiter Menschen anstecken, werden erkranken und viele schwer. Mir macht das riesige Sorgen, und ich sage sehr klar und bewusst, wir befinden uns in einer Notsituation, die Krankenhäuser ganz besonders, und darauf müssen wir reagieren, und zwar jetzt, und zwar konsequent, und zwar gemeinsam, Bund, Länder, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger, und das ist das, was wir heute hier in diesem Parlament besprechen, so wie es in der Demokratie gut und üblich ist. Natürlich könnte ich mich jetzt hier hinstellen und sagen, was alles nicht getan wurde, um gar nicht erst in diese Situation zu kommen, Herr Stracke. Denn die Rechtslage, die Sie hier einklagen, besteht ja. Ich könnte fragen, seit wie vielen Wochen und Monaten hatten eigentlich das Corona-Kabinett nicht getagt? Ich könnte fragen, wo ist eigentlich der große Plan zum Boostern, den man spätestens zu Beginn des Septembers hätte besprechen müssen, vom Bund aus mit den Ländern? Ich könnte fragen, warum gibt es eigentlich nicht viel mehr und längst flächendeckend 2G? Oder auch von mir aus regionale Lockdowns, die Sie gefordert haben, aber die nicht stattgefunden haben. Aber heute, meine Damen und Herren, an diesem Tag erwarten die Menschen in unserem Land zu Recht, dass wir uns hier zusammenreißen und handeln. Es interessiert nämlich niemanden, kein Intensivmediziner und keine Intensivmedizinerin und noch nicht mal den Ungeimpften im Beatmungsgerät, ob hier die einen Opposition üben und die anderen sich anschicken, Regierung zu machen. Es interessiert niemanden, dass wir in einer Zwischenzeit sind, sondern die einzige Möglichkeit, die wir hier als Parlament gemeinsam haben, ist tatsächlich zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Und das erwarte ich auch von Ihnen, meine Damen und Herren. Und ich erwarte das übrigens auch bei den Gesprächen mit den Ministerpräsidenten und dem Bundesrat. Und eins nervt mich wirklich. Wer die Notsituation, in der wir jetzt gerade sind, gleichsetzt mit dem rechtlichen Konstrukt der epidemischen Lage, verkennt, worum es geht. Denn wir sind nicht im Jahre Null der Pandemie. Wir sind im zweiten Jahr. Und wir wählen ein Verfahren, das alles in sich hat, was es jetzt braucht. Parlament, Debatte, Anhörung von Expertinnen und Experten und wieder Debatte und Beschluss und dann Bundesrat, meine Damen und Herren. Das ist das, was wir machen. Und das ist übrigens auch der Unterschied zwischen Ihnen und uns, dass wir sagen, diese Parlamentsdebatte ist das A und O. Nicht nur hier die Hand heben und sagen, wir haben eine epidemische Notlage, sondern auch tatsächlich sich hier damit auseinanderzusetzen, um welche Maßnahmen es geht und welche wirksam sind. Und Herr Brinkhaus, kommt doch nicht mal mehr an dieses Pult heute. Wir brauchen rechtssichere Maßnahmen. Bei 2/3 von Geimpften kann man eben nicht handeln, wie in einer Zeit, als der Impfstoff noch nicht mal richtig für die über 70-Jährigen reichte. Und Corona verschwindet doch nicht, wenn Sie jetzt hier die epidemische Lage von nationaler Tragweite beschließen. Corona bekämpfen wir durch Maßnahmen und durch Impfen. Und ich verlange von Ihnen, dass Sie sich dem stellen. Welche Maßnahmen und wie schaffen wir es mit dem Impfen? Das ist die Aufgabe in vielerlei Hinsicht, vor der wir alle gemeinsam stehen. Und hoffentlich auch die Länder. Und das Paket, Frau Dittmer hat zu Recht darauf hingewiesen, ist deutlich mehr, als wir bisher hatten. Homeoffice oder 3G, damit schützen wir die Arbeitsplätze. Wir schützen den öffentlichen Verkehr mit 3G in den Zügen. Und natürlich ist es kontrollierbar mit Stichproben, wie man das eben macht in solchen Fällen. Wir ermöglichen vieles Weitere in den Ländern.
Masken in Schulen. Das sollte selbstverständlich sein. Und wenn man Karneval feiern will einerseits und sagt, das war schon ganz prima, und übermorgen sagt, wir haben aber eine riesige Notlage, dann ist das für mich jedenfalls nicht glaubwürdig aus Nordrhein-Westfalen, meine Damen und Herren. Es ist möglich, überall Auflagen auszusprechen. Es ist möglich, Veranstaltungen auch abzusagen. Sie können jetzt sehr drastische Maßnahmen ergreifen, auch in Sachsen, auch in Bayern. Wir sind auf Sie zugegangen und haben gesagt, solche Maßnahmen haben einen längeren Übergang. Das haben wir auf Ihre Bitte hin im Hauptausschuss beschlossen, bis über den dritten Advent hinaus. Dann muss es aber jetzt auch gemacht werden, meine Damen und Herren, bitte. Und zwar jetzt. Wir brauchen einen Schutzwall im öffentlichen Leben und besonders dort, wo es um die Kinder und Jugendlichen geht. Und deswegen steht zum ersten Mal in diesem Gesetz, dass wir die Pflicht haben zur Berücksichtigung der Situation von Kindern und Jugendlichen. Die Pflicht. Das heißt, jede Maßnahme muss in Zukunft daraufhin überprüft werden, wie werden Kinder geschützt gegen Corona und wie sorgt man dafür, dass Schulen und Kitas so lange wie möglich aufbleiben, meine Damen und Herren. Ja? Es ist so, dass wir in einer wahnsinnig schwierigen Situation sind. Und es geht hier um Gefahrenabwehr und es geht nicht ohne Impfen. Und ich hoffe sehr, dass der Plan zum Impfen bei den Ländern sehr bald vorgelegt wird, dass wir als Bund alles dafür tun, dass überall geimpft wird, wo es nur geht, von den Apotheken angefangen bis hin zu den mobilen Impfteams. Von Ihnen verlange ich, Herr Brinkhaus, Herr Dobrindt, Ihre gesamte Fraktion, Sie trauen sich ja noch nicht mal hierher ans Pult heute, von Ihnen verlange ich, mit Verantwortung zu übernehmen. Ich lade Sie ein, ich lade die Länder ein und ich hoffe sehr, dass wir in diesem Land zeigen, wir können gemeinsam in einer schwierigen Situation Verantwortung übernehmen und es stiehlt sich niemand weg, wenn es dann wirklich unbequem wird. Herzlichen Dank.